Capcom! Inti Creators präsentieren einen Mega Man Spiel! 2010 Mega Man 10. Ich bin zu Hause! Sehen wir! Ah, da bist du ja, Roll. Bist du okay? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe ein Fieber. Klonk. Oh nein, Roll. Das ist für Dr. Leitner bestimmt auch so. Ich denke, sie ist mit Rubenza infiziert. Das, was ich sagen kann, ist, dass es ein Virus ist, der Noramata infiziert. Ihr müsst alle vorsichtig sein. Zwei, null, x, x. Eine neue Roboterkrankheit, Robo-Insa, begann damit, schnell sich in der Welt auszubreiten und verursachte Roboterfehlfunktionen. Viele Menschen fanden es unmöglich, selbst einfachste Aufgaben ohne die Hilfe ihrer Roboterassistenten zu komplettieren. Und ohne Roboterhilfe konnte niemand konnte eine Heilung entwickeln. Oder eine Medizin entwickeln. Ein Monat nach dem Ausbruch verschlimmerte sich die Situation. Die infizierten Roboter wurden gewalttätig, versuchten die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Pinky und der Brain Roboter. Zu Hilfe! Ich stütze ab, Hilfe! Wow, bist du stark, Mega Man! Einer der infizierten Roboter wurde verrückt und hat mich angegriffen. Ich habe die letzten Tage damit verbracht, die Roboenza zu studieren. Aber selbst meine Genialität war es nicht möglich, ein Heilmittel zu finden. Also habe ich eine Maschine gebaut, die mir dabei helfen würde, den Schlüssel zu entdecken, um eine Heilung zu entwickeln. Aber sie wurde gestohlen. Und zwar von einem dieser dementierten Roboter. Ich flehe euch an. Ihr müsst mir helfen, meine medizinmachende Maschine zurückzubekommen. Denke, wenn wir diese Roboter stoppen wollen, dann müssen wir dir helfen, alter Kollege. Überlass das mir. Ich werde diese Roboter stoppen. Und wenn es mich meine blaue Farbe kosten sollte, ich werde einen Weg finden, Dr. Wileys medizinmachende Maschine wiederzubekommen und eine Heilung für Roll und all diese Roboter zu entwickeln. Und ich gebe mir einen Kaffee. Wow, mein Gott! Schmeckt ja widerlich. Protoman! Ich glaube nicht, dass du in der Lage sein wirst, das alleine zu tun. Ich bin für jede Hilfe dankbar, Protoman. Wir müssen den Kaffee loswerden. Lass uns das tun! Ja, tut es! Trink meinen Kaffee! Tut es! Erlöst mich davon! Warum bin ich auf die Idee gekommen, da Rotwein reinzutun? Oh mein Gott! Oh, nee, Leute! Kaffee und Rotwein zusammengemischt ist ekelhaft! Oh, neues Spiel. Ich spiele als Mega Man auf normal! Ich denke, Mega Man Ultra war genug des Beweises, dass ich es einfach drauf habe. Ja, ich fange mit Blade Man an. So, es ist Ladezeit. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei zwei Leuten. Und zwar diese zwei Leute. Um diese handelt es sich, oder bei denen handelt es sich bei.
ich Grammatik nichts können tun wollen. Deswegen ich spreche so komisch in Yoda-Manier, weil ich habe die Macht von Grayskull. So, ich habe hier eine Axt und diese werde ich töten. So, Axt. Okay, ich wollte mich bedanken und deswegen muss ich jetzt gerade mal versuchen, ein bisschen nochmal zu sprechen. Und zwar bei zwei Personen. Und zwar Person Nummer 1, die mir Scheiße, tut mir leid. Ich muss gerade selber lachen. Das kommt selten vor. So. Und zwar handelt es sich dabei einerseits, oh Gott, nein, um Gott. Er wäre gerne Gott. Er ist der Gott seiner eigenen Welt. Und so, nein, eine Axt. Nein, ich will mich nicht bei einer Axt bedanken, sondern bei Extreme The One. Ich glaube, ich werde einfach mal so frei sein und in der Videobeschreibung dieses Videos einfach mal seinen Kanal verlinken. Oh Gott, seinen Kanal verlinken. Und zwar, warum muss ich mich bei ihm bedanken? Er hat mir einen Videograbber gegeben. So USB-Videograbber-mäßig. Und über den... Boah Gott. Nein! Und mit diesem versuche ich gerade hier aufzunehmen. Ich spiele hier... Ich habe mir Mega Man 10 von der Wii... für die Wii runter. Mein Gott, ey, dieser Rotwein-Kaffee ist eine Sau! Oh ja, ich muss gerade aufstoßen wie eine Sau, meine ich. Was wollte ich sagen? Ja genau, also ich habe den Videogrammer von ihm bekommen und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich hier gerade in der Lage aufzunehmen. Aber nicht nur wegen... Ja! Wegen ihm bin ich in der Lage aufzunehmen. Nein! Das ist eine zweite Person, der ich danken muss. Oh Gott, reden und... Oh weia! Spielen ist scheiße! Oh Gott! Und zwar ist es der liebe, gutartige Ravenite. Jaha, ich kann... Oh, scheiße! Mein Gott! Ich kann seinen Namen mittlerweile sogar aussprechen, sogar richtig, behaupte ich jetzt. Mein Gott, oh Gott, was ist los? Was ist los? Ich habe dieses Spiel einmal durchgespielt und dieser Gegner hat mir überhaupt keine Probleme bereitet da. Ja, geiles Detail, ein weißes Fähnchen. Das gibt auf, obwohl es zu spät ist, weil ich bin gut. Also nicht ich, sondern Mega Man. So, um fortzufahren. Und zwar möchte ich mich bedanken bei Ravenite. Und zwar, der hat mich mit entsprechender Software... Er hat mich mit der Software unterstützt, sondern hat mir Hinweise gegeben, wie ich das Ding hier irgendwie zum Laufen kriegen soll, kann. Und hat sich dafür viel Zeit genommen. Und da möchte ich mich herzlich bedanken. Ohne diese beiden Leute wäre ich nicht in der Lage, dieses Spiel aufzuzeichnen. Die Qualität ist vielleicht nicht die beste, aber... Ja, also falls sich jemand unter meinen Zuschauern irgendwie ein Genius befindet, also so ein richtiger, weg mit dir. So, her mit dir, Hund. Also ein richtiger Genius, was Aufnahme und sowas betrifft, der mir vielleicht entsprechend gute Hardware und Software vorschlagen kann, womit ich ohne, also mit einer, wie soll ich sagen, so richtig gut qualitätsmäßig, also hochauflösend. Am besten USB-Lösung für meinen Rechner. Oh Gott. Vorschlag! Oh, ich hab's kommen sehen. Wenn ich hier rede, über irgendwas rede, was nicht mit dem Spiel zu tun hat, dann fehle ich. Und zwar richtig. Wie man sehen kann. Aber wenigstens muss ich die von Anfang an anfangen. Eigentlich ist das Hitch einfach, aber nicht, wenn ich rede. Okay. Oh, ich hab mich bedankt. Oh nein! Nein! Weg mit dir. So. Falls sich jemand unter meinen Zuschauern, so ein richtiger Multimedia-Freak befinden sollte. Nein, Freak ist das falsche Wort. Also jemand, der sich richtig gut auskennt, vielleicht sogar beruflich oder hobbymäßig und schon viel gemacht hat, der mir irgendwie eine richtig gute Software und eine richtig gute Hardware mitteilen kann. Oh! Worüber ich die Qualität dieser Aufnahmen hier von der Konsole, also direkte Aufnahme von der Konsole, verbessern kann. Dann immer her damit. So, und jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Ansonsten fehle ich wieder. Das wollen wir doch nicht, oder? Okay, ihr wollt es vielleicht, weil ihr euch an meinem Leid ergötzt. Das habe ich gemerkt bei Mega Man Ultra. Aber nein, das ist nicht Mega Man Ultra, das ist Mega Man 10. Mega Man 10 ist relativ schwierig, finde ich. Für einen auch mit Mega Man Teil. Wir haben irgendwie hier das Kotzen gekriegt. Nein, ich krieg das Kotzen. Oh, nein. Nein, ich krieg das Kotzen. Nein, hier töten. So. Will ich? Ja, ich will. So. Ich möchte meine Liebe gestehen im Rashi-Line. Was? Ich bin ein Destroyer. Warum? Warum bin ich ein Destroyer?
Schweiß, ich habe drauf, aber Fleischdestroyer? Nee. So. Das hier ist die schwierigste Stelle, glaube ich, in diesem Level. Weil, nein, es gibt nicht mal mehr Stacheln und nein, ich fällt direkt in den Tod. Das heißt, selbst wenn ich einen Gegner berühre. Intim. Dann, oh Gott! Nein, lass mich in Ruhe! Blade Man. Ja, ich habe irgendwie von ein paar ziemlich guten Mega Man-Spielern gehört. Der soll so schwer sein. Aber ich finde ihn irgendwie einfach. Wenn ich mich denn noch an seinen Pattern erinnern kann, was wir jetzt mal sehen. Still, friss meine Schüsse. So, ich muss ihm ausweichen, dass ich nicht kann. Okay, ausgewichen. Oh, haha. Ja, ja. Oh nein. Oh, so hinter ihn laufen. So, zack. Oh Gott. Nein.